Wir haben ja immer wieder Videos in der letzten Zeit bekommen von Günther Aigner, der für uns in den Ostalpen die Gletscher beobachtet. Wie weit ist die Schneegrenze? Wie sieht es mit dem Wachstum oder dem Schrumpfen der Gletscher aus? Und jetzt wird wahrscheinlich sein Herz höher schlagen und das der Gletscherfreunde. Denn es wird gesäßkalt werden mittelfristig und in den Hochlagen der Alpen gibt es den ersten Wintereinbruch der Saison, was völlig normal ist für diese Jahreszeit. Grüße Sie und grüße euch. Das heißt aber auch, das Sommerwetter, das wir jetzt haben, ausgerechnet am heutigen Tag, wird dann auch passé sein. Es wird nicht super schlecht werden, aber so warm wie heute wird es nicht mehr. Und die Wärme, die wir heute haben, bringt eine 0-Grad-Grenze in 3800 Meter Höhe hier in diesen Gebieten. Das heißt, auch in den Gletschergebieten gibt es deutliche Plusgrade. Und wenn wir jetzt eine Woche nach vorne gehen, also am nächsten Samstag, dann liegt die 0-Grad-Grenze in den Nordalpen bei 2600 Meter Höhe und die Schneefallgrenze natürlich noch mal ein paar hundert Meter weiter niedriger. Das heißt, unten werden wir keinen Wintereinbruch bekommen. Keine Sorge, aber es wird ein bisschen ungemütlicher werden. Bevor wir da genauer einsteigen, nochmal der aktuelle Blick auf das, was uns jetzt bevorsteht mit der Schauer- und Gewitterfront, die in der kommenden Nacht zu uns ziehen wird. Das ist die Zugrichtung der Gewitter im Süden eher fast Richtung Osten und im Norden dreht das Ganze auf Nordost. Und in den Gebieten wird es Schauer und Gewitter geben. Nicht überall sehr kräftig, aber manche sind da schon dabei, die unwetterartig sind mit sinnflutartigem Regen und ganz lokalen Überflutungen. Tagsüber haben wir vor allen Dingen im Norden und in Alpennähe die stärksten Gewitter. Dazwischen tauchen auch einzelne Schauer und Gewitter auf. Und wir schauen uns jetzt mal mit den verschiedenen Modellen an, was da gerechnet wird an Regen. Nach Icon D2 soll bis morgen Abend Folgendes runterkommen, vor allen Dingen in NRW und in Niedersachsen bis rein Richtung nördliches Berlin-Brandenburg und im Süden, da gibt es auch so eine Gewitterstraße, dann wieder in den Alpen punktuell mit enorm hohen Regensummen von zum Teil über 70 Liter auf den Quadratmeter. Ein anderes Modell, das Icon EU, macht auch in den Gebieten den meisten Regen, ebenso in Alpennähe und das amerikanische GFS-Modell, das sehr grobmaschig ist, zeigt auch einmal im Norden und einmal in den Alpen den größten Regen. Und wenn wir da jetzt noch mal 24 Stunden draufrechnen, also nicht bis Montag 2 Uhr, sondern bis Dienstag 2 Uhr, Achtung, fupp, da wird es wesentlich mehr Regen sein. Da haben wir so eine Linie, wie mit dem Lineal gezogen. Das ist eine Luftmassengrenze, wo der Nordostwind dagegen drückt. Und hier an dieser Grenze entsteht dann stärkerer Regen, ebenso in den Alpen. Und das andere Modell noch, das Icon EU, macht es im Prinzip ähnlich. Bedeutet, wenn wir das zusammenfassen, in den Gebieten hier von Niedersachsen bis Berlin-Brandenburg und den Alpenrand entlang bis nach Tschechien rein, da wird es die höchsten Regensummen geben mit lokalen Überflutungen, wo das meiste eben an Regen runterkommt. Das geht jetzt hier nicht um die Gewitter, die haben wir eben angeschaut, sondern das, was mit Starkregen zu tun hat, der über viele Stunden fallen wird. Der heutige Tag, machen wir einen Cut, wird einfach nur schön. Genießt ihn. Es sind noch ein paar dichtere Wolken im Nordosten unterwegs, sonst ist es sehr sonnig. Ein schüchterner Schauer kann mal auf der Alpen-Südseite entstehen, vor allen Dingen ab Südtirol westwärts, sonst bleibt es trocken. Der Wind ist relativ schwach unterwegs und die Temperaturen erreichen im Norden 19 bis 24, sonst 24 bis 30 Grad. Es kann südlich von Wien auch mal eine 31 Grad geben. Und mit wenig Wind fühlt sich das alles noch mal richtig hochsommerlich an. Und danach ist Schluss mit solch hohen Temperaturen. Am Abend geht es dann los zum Sonnenuntergang im äußersten Westen mit erstenteils kräftigen Gewittern, die sich im Laufe der Nacht dann weiter ostwärts ausbreiten. Wir erinnern uns, hier ziehen sie eher nach Nordosten, hier nach Osten so keilförmig nach Deutschland rein, wo es punktuell eben zu Unwettern kommen kann. Am Vormittag, am Sonntag, morgen haben wir viele Wolken, immer wieder Schauer und Gewitter. Im äußersten Nordosten ist es noch trocken und im Südosten Österreichs scheint noch die Sonne. Das ist das Ganze am Vormittag. Am Nachmittag tauchen die Dinger dann hier ein an diese Grenze, diese unsichtbare Grenze und es fängt an, längere Zeit zu regnen, ebenso in Alpennähe und da werden die Wolken richtig ausgequetscht. Sonst haben wir Wolken, Sonne, Schauer und Gewitter im Wechsel. Und warum haben wir da die Grenze? Durch den Wind.
einerseits hier den Ostwind, auf der anderen Seite den Westwind, hier den Südostwind und den Nordwestwind. Das sind die Konvergenzlinien, die wir haben. Konvergenz bedeutet Wind von da, Wind von da, die Winde prallen aufeinander, die Luft wird zum Aufsteigen gezwungen. Das ist wie so ein Autoschwamm, einmal hier ein nasser Schwamm, einmal da ein nasser Schwamm, prallt aufeinander und dann wird er ausgequetscht. Drum hier diese Linien mit dem vielen Regen. Die Temperaturen erreichen auf der Seite, wo das Ganze schon durchgezogen ist, 17 bis 23, sonst 24 bis 32 Grad, die 32 Grad im Südosten Österreichs. Dann ist Schluss mit der Wärme. Am Montag haben wir in Küstennähe strahlenden Sonnenschein, oft ist es wolkenlos und dann immer noch diesen Regen, der im Laufe des Tages langsam nachlassen wird. Örtlich ist auch mal ein Gewitter dabei. Im Südwesten der Schweiz und im Osten Österreichs scheint ebenfalls häufiger die Sonne. Da, wo die Sonne scheint, ist es super unangenehm, was den Wind angeht. Wir haben starken bestürmischen Nordostwind an der Ostsee und auch an der Nordsee. Da gibt es dieses typische Quallenwetter auf den nordfriesischen Inseln, wenn der Wind auf östliche Richtungen dreht. Wenig Brandung, aber dann eben der Ostwind, der die Quallen ranholt. Die Temperaturen erreichen in den Sonnengebieten im Norden und im Südosten 20 bis 25 Grad. Dort, wo es regnet, 14 bis 19 Grad und durch den Wind wird es sich kälter anfühlen. Am Dienstag bleibt es im Norden super sonnig. Der Rest vom Schützenfest wird aneinander gequetscht und es regnet noch in Alpennähe bei 10 bis 19 Grad. Es gibt sogar Modellberechnungen, die im Erzgebirge Höchstwerte von 9 Grad machen. Das wäre schon sehr herb für einen Sommermonat. Ansonsten 20 bis 25 im Osten Österreichs bis zu 26 Grad. Der Mittwoch bringt dann einen Streifen diagonal über der Mitte mit strahlendem Sonnenschein. An der Nordsee ziehen kompakte Wolken auf und Richtung Sonnenuntergang beginnt es hier zu regnen. Ein paar Schauer sind auf der Alpensüdseite unterwegs. Je nach Sonne und Wolken sind es 24 bis 14 Grad. Von Donnerstag bis Sonntag sieht es wie folgt aus. In der Osthälfte gibt es bedingt durch ein Höhentief, einen sogenannten Kaltlufttropfen, etwas größer das Ding, immer wieder Schauer, vor allen Dingen von Mecklenburg-Vorpommern über Berlin, Brandenburg, Sachsen bis nach Bayern und Österreich rein. Mit jedem Kilometer weiter nach Westen scheint häufiger die Sonne. Es bleibt dazu windig und je nachdem sind es 14 bis 22 Grad. Gehen wir mal ganz kurz auf das aktuelle Ensemble ein. Für die Mitte Deutschlands, rote Linie, langjähriges Mittel aus 30 Jahren, weiße Linie, Mittel aller Modellberechnungen. Es geht eher unterdurchschnittlich am Ende des Vorhersagezeitraums und da sind wir schon zu Beginn des Septembers eher im durchschnittlichen Bereich. Jetzt dann in den nächsten Tagen viel Regen. Dazwischen gibt es immer mal wieder ein bisschen Regen. Alles Durchschnittskost. Und wir haben ja da gestern schon drüber gesprochen. Der August kommt uns deshalb so kalt vor, weil die letzten Jahre so extrem heiß und auch sonnig waren. Und in diesem Jahr ist mal vieles relativ normal. Jetzt machen wir einen kurzen Cut und machen einen kleinen Rausschmeißer und erheben unseren Blick und schauen auf die Nordhemisphäre von oben. Das sind die Temperaturen von 20 Uhr unserer Zeit des heutigen Tages. Da haben wir hier am Nordpol Temperaturen von um die 0 Grad. Grönland ist im Dauerfrost. Über Sibirien sind noch Plusgrade. Bei uns ist ohnehin klar. Es geht gar nicht so sehr darum, wie bei uns die Temperaturen sind. Wenn wir jetzt zwei Wochen weiterrechnen, schaut mal genau auf diese und diese Gebiete. Fupp! Es beginnt dann die Dauerfrostperiode über dem Eis am Nordpol. Hier haben wir noch die eisfreien Zonen und im Binnenland geht es dann auch schon los mit deutlich kälteren Temperaturen. Hier beginnt so ganz, ganz langsam in Nordsibirien zumindest schrittweise der Spätherbst bzw. Frühwinter einzuziehen. Ähnlich wie bei uns im Hochgebirge. Das bei uns im Hochgebirge ist allerdings nur ein Intermezzo. Dafür wäre es noch zu früh.